Hallo, hier ist Jo von SupportNet. Wir haben herausgefunden, dass Nokia an einer browserbasierten Variante von Google Earth arbeitet. Das wollen wir uns nochmal näher ansehen. Sie finden das Ganze unter der Adresse maps3d.svc.nokia.com und sieht am Ende etwa so aus. Wir sehen also einen großen Globus und ein paar Kontrollen unten. Wollen wir sehen? Linker Mausklick und ziehen. Dann dreht sich der Globus. Sieht ja soweit ganz hübsch aus. Unten haben wir die Kontrollen zum Reinzoomen beispielsweise. Wir können auch drehen, sodass Norden wieder oben ist, wie auf der üblichen Karte. Und die Ansicht kippen. Wenn wir uns noch ein bisschen verrannt haben, können wir auf diesen kleinen Globus da links klicken, dann sind wir wieder in der Ausgangsansicht. Einige Städte sind auch schon markiert auf der Karte, können wir auf per Klick einfach reinzoomen und dann sehen wir wunderschön die ganzen 3D-Gebäude richtig mit Texturen, wie sie aussehen müssten. Wir können es dann über der Stadt quasi umsehen, also einen kleinen virtuellen Rundflug machen. Das ist wunderbar. Und wenn wir uns etwas schneller fortbewegen wollen, nicht über die Kontrollen, dann können wir einfach mit der linken Maustaste halt klicken und ziehen, um uns zu bewegen, oder mit der rechten Maustaste klicken und ziehen, um uns zu drehen. Mit dem Mausrad können wir dann scrollen. Ja, das sieht doch alles echt ganz hübsch aus. Mal sehen, ob sich diese 3D-Objekte der Häuser nur auf die Städte beschränken. Na, das sieht auch so aus, als würden kleinere Dörfer ordentlich dargestellt werden. Also das ist natürlich richtig, richtig wunderschön. Und das Ganze läuft komplett im Browser. Man braucht also kein extra Programm, wie zum Beispiel bei Google Earth. Sehr hübsch. Wir werden den Link nochmal in den Artikel mit einpflegen und hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jo.